Pferdewetten 12.05.2019 Davenport/Australia Quantenmechanik Stringtheorie Verschränkung Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Sonntag, der 12. Mai 2019 und ich beabsichtige heute im australischen Davenport das dortige vierte Galopprennen über 1800 Meter und einem Preisgeld von 17,0 australischen Dollars zu wetten, welches dort um 5.45 Uhr, dann ist es dort bereits Nachmittag beginnt. Hier nun die Daten der teilnehmenden Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 72 mit fallender Tendenz, ein vierjähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 43593. Pferd Nummer 2 Vorekast 38, ein dreijähriger Wallach mit 59 Kilo Kurzform 13308. Pferd Nummer 3 Vorekast 517, eine fünfjährige Stute mit 57 Kilo Kurzform 79967. Pferd Nummer 4 Vorekast 347, ein vierjähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 65664. Pferd Nummer 5 Vorekast 66 mit steigender Tendenz, eine vierjährige Stute mit 57 Kilo Kurzform 37271. Pferd Nummer 6 Vorekast 146 steigender Tendenz, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 46660. Pferd Nummer 7 Vorekast 681, ein dreijähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 090. Pferd Nummer 8 Vorekast 78 mit fallender Tendenz Kurzform 41548. Pferd Nummer 9 Vorekast 122 mit steigender Tendenz, ein fünfjähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 37503. Pferd Nummer 10 Vorekast 97 Kurzform 54763. Pferd Nummer 11 Vorekast 70 mit steigender Tendenz, ein vierjähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 65502. Pferd Nummer 12 Vorekast 625, ein vierjähriger Wallach mit 57 Kilo Kurzform 04567. Und Pferd Nummer 13 Vorekast 525, eine fünfjährige Stute mit 55 Kilo Kurzform 66365. Insgesamt starten also 13 Pferde und ich werde jetzt ausrechnen mit der Quantenmechanik, welche Pferde die besten Chancen haben, als erste im Ziel einzutreffen. Nach langem Rechnen habe ich folgendes errechnet: Pferd Nummer 5, Pferd Nummer 11 und Pferd Nummer 12 haben die besten Chancen und diese drei Pferde werde ich jetzt wetten. Nun startet das Rennen und als erstes Pferd läuft durchs Ziel das Pferd Nummer 12, welches ich auch gewettet habe, als zweites Pferd das Pferd Nummer 2 und als drittes Pferd das Pferd Nummer 9. Das Pferd Nummer 12, welches als Siegpferd durchs Ziel gelaufen ist, habe ich ja gewettet und bekomme eine Superquote von 626. Eine sehr hohe Quote, wahrscheinlich hat es nur sehr wenig Gewinner gegeben.